Ja, da sind wir wieder zum Let's Play OMSI 2. Ja, wir fahren in Hamburg, wie ich gesagt habe. Aber nicht mit irgendeinem Bus, sondern mit dem Stadtrundfahrtbus. So ein kleiner Running Gag hier mit dem Berliner Stadtrundfahrtbus in Hamburg zu fahren. Aber letztendlich passt er ja doch irgendwo. Ich sag mal, die Linien, die wir hier fahren, die führen ja so durch die Innenstadt und Sehenswürdigkeiten. Und da kann man das durchaus auch als Stadtrundfahrt bezeichnen. Bin jetzt schon eine Runde mit dem gefahren, ehrlich gesagt sogar drei. Hauptbahnhof dahin, dahin. Nee, zwei. Zwei Runden. Und der 109 geht jetzt wieder nach Alsterdorf. Na komm. Ja, fein. Müssen wir überhaupt fahren, weil ich bin ja nun mal kein Hamburger. Geradeaus. Na komm, das sieht keiner. Solange keine Fahrgäste an Bord sind, bin ich da nicht so, sage ich, nicht so vorschriftsmäßig. Naja. Dies ist nicht die Rechtsabbiegerspur, das interessiert mich mal wieder überhaupt nicht. Nein! Das fängt ja wieder gut an. Setzt gerade die Dämmerung ein. Ich glaube, wir haben genau den Zeitpunkt zwischen Dämmerung und Dings erwischt. Ist ja scheiße. Dann nehmen wir erst später Fahrgäste auf. Wir müssen irgendwie einen Vorsprung gegenüber dem gewinnen. Du wartest. Frei. Wie man hört, das Getriebe schaltet in den Leerlauf im Stand. Das bedeutet, wir fahren hier einen SD85, also das letzte Baujahr. Ich glaube, hier bin ich schneller. Der mal ist heute die E-Klasse im Sonderverkauf oder was ist hier los? Ist ja nicht zu fassen. Mercedes hat wohl gerade Geschäftswagenverkauf. Mann, Mann, Mann. Ich auf die Rechtsabbiegerspur gehen können. Da wäre ich jetzt wenigstens irgendwie durch beim grünen Pfeil. Och, Mensch, schlaft nicht ein. Nee, ne? Ist das hier eine Busspur? Und da fährt der 109 uns vorbei. Das kann nicht wahr sein. Habt ihr die Busspur nicht gesehen? Mann, du Penner, fahr! Ist ja nicht zu fassen. Dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich. Heißt es Vorsprung gewinnen? Nein, hier noch nicht. Ups. Ja. Hervorragend. Gerhard Hauptmann Platz. Immer rinnen, gute Stube. Moin, moin. Ach, stimmt ja. Das Berlinern kann ich mir hier ja klemmen. Mahlzeit.
Seid doch nicht so empfindlich. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt. Moin, moin. Guten Tag. Da. Habt ihr frischen Fisch mitgebracht aus der Nordsee? Nein, das ist aber schade. Die Fischköppe hier, los. Alles Fischköpfe, ne? Was ich sagen muss, Hamburg finde ich sowohl von der Stadt als auch ein bisschen von den Leuten schöner als Berlin. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich nach den ganzen Jahren einfach in Berlin satt gesehen habe. Ich meine, in Berlin, da wohne ich, und in Hamburg, da bin ich nur mal jedes Jahr zur Stadtrundfahrt oder so zum Entspannen. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Wenn ich jeden Tag in Hamburg leben und arbeiten müsste und dann immer nach Berlin komme, sieht das vielleicht wieder gleich ganz anders aus. Man weiß es ja nicht. Jungfernstieg, aber nicht hier, sondern dort hinten. Genau, jetzt U-Bahnhof Jungfernstieg. Keiner will raus, das ist schade. Moin. Hallo. Boah, das war aber mutig von dir. Jetzt haben wir wieder Gelegenheit, ein bisschen Abstand zum KI-Kollegen zu machen. Ah, das war jetzt mutig zurücküberholt. Niveau ist keine Hautcreme, fällt mir dazu nur ein. Oh Scheiße, das wird eng. Aber das lief ja prima. So. Moin. Wie bei der Sendung mit der Maus. Moin. Ich mach die Tür zu. Ich hatte sogar einen grünen Pfeil, ne? Also ich hatte für Rechtsabbieger grün. Hört auf zu meckern. Ja, in Berlin ist das so üblich. Nächste Haltestelle, Stephansplatz. Als Busfahrer habe ich hier sowieso rot, wie man hier an der extra Ampel sehen kann. Moin. Und Türe zu. Ich habe zwar immer noch rot, also den Querbalken, aber das soll mich jetzt hier nicht stören. Doch, tut es. Also wenn ich es noch verhindern kann, dann tue ich es natürlich, ne? Jetzt aber schnell, bevor uns einer abschießt. Was ist das denn hier für eine Beschleunigung? Mein Gott, also ne. So kommen wir ja nie an. Hoffentlich biegt er jetzt nicht ab. Nein, der ist brav. Doch, so geht das. Ich hätte zwar durchbrettern können, aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Ein Unfall muss ja nun wirklich nicht sein. Seit Fahrtbeginn bin ich immer noch... Mahlzeit. Seit Fahrtbeginn bin ich immer noch unfallfrei, weil das Knutschen von der Laterne, das war ja bevor meine Fahrt auf der Linie begann. Und es war auch für Omsi kein Unfall, weil war ja niemand beteiligt, außer der armen Laterne.
Mutig, mutig. Sind wir mutig? Ja, sind wir. Und es wird belohnt. Ja, schneller, 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 schneller. Oh, nicht gesehen. Scheiße. Wir sind jetzt doch ein Expressbus, ne? Wir halten nicht an jeder Haltestelle. Natürlich sind wir ein Expressbus. Haben sie das X nicht gesehen? Ja, das imaginäre X, das müssen sie sich halt erst noch vorstellen. Schon die Berliner sind irgendwie so mäkelig, aber in Hamburg sind sie auch nicht besser. Hallo. Moin. Hallo, moin. Immer rein in die gute Stube. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Mal sehen, wie es aussieht, wie er über die Ampel huscht. Und hui. Was ich nicht verstehe, wir müssten doch irgendwann unseren KI-Kollegen einholen. Der kann doch so weit gar nicht weg sein. Und daran, dass nur ein Mensch an der Alsterchaussee wartet, weiß ich auch, dass der nicht allzu weit weg sein kann. Den ganzen großen Schwung scheint er schon mitgenommen zu haben. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Gleich hab ich dich. Gleich hab ich dich. Ist er das da vorne schon? Erstmal noch die Ampel bei grün schaffen. Da fährt ein Bus und das wird er sein, der 109er. Den krieg ich noch. Bis zur Endhaltestelle kriege ich ihn noch. Moin, moin. Guten Tag. Moin. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Zum Bus kann ich ja nicht so viel sagen. Der ist ja nun hinreichend bekannt, der SD200. Ja, Hamburg haben schon genug Leute ein Urteil darüber gefällt. Also mir gefällt natürlich die Map mit dem Vorbild. Kann ich es ja so ein bisschen vergleichen. Ein bisschen kenne ich mich in Hamburg aus, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Ortskenntnissen von den dort Wohnenden. Jetzt ganz irre. Die kriegen grün. Ich kann hier nicht halten. Das geht nicht. Das hätte ich so hart bremsen müssen. Und dann wäre ich den anderen vor die Nase gefahren. Das geht natürlich auch nicht. Das ist unser Risiko einfach zu hoch. Na, wie fahre ich denn? Ich fahre schnell und gut. Stegbrücke? Nee, Stregbrücke. Ist das die Elbe da? Müsste eigentlich sein, ne? Moin, moin. Tja. Nee, Hamburg ist eine ganz schöne Stadt und sie wird ja auch angemessen wiedergegeben. Schauland. Auch pleite das Elektronikunternehmen. Na, Einzelhandel, Elektronik, sowas wie Mediamarkt. Gab's auch in Berlin. Gab es auch schöne schwarze Repaints. Repaints sag ich schon, ich lebe schon wohl zu sein, Omsi. Gab's auch schöne schwarze Werbungen für die Berliner Busse. In meiner Gegend ist früher immer ein D88, glaube ich, gefahren. Aber ich kann es auch nicht beschwören, welches Baujahr genau das war. Aber es war ein SD202. Mit roten Stangen. Hallo. Tag. Moin.
Nein, die sagt hallo. 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 Ich kann das gar nicht. Auch nicht schlecht, die Tonlage. Mann, der hängt mir aber hinten drauf hier, der Bus. Also, Mann. Aber ich habe halt den langsameren Bus, ne? Und wenn er mit seinem Schnellen eine grüne Welle hat, da komme ich natürlich nicht weit weg. Aber ich bleib dran. Alles auf Risiko. Geglückt. Noch ein Kollege. Ach, Lichthupe geht ja nicht, wenn das Fernlicht drin ist, ne? Herzlich willkommen an Bord. Moin, moin. Heute ist übrigens auch Tettau rausgekommen. Ich hab's mir aber noch nicht geladen und bin's auch noch nicht gefahren. Weil ich erst das Hamburg-Dings fertig machen wollte. Und da bin ich vor ein paar Tagen... Nein! Scheiße. Ach, scheiß drauf, ist jetzt sowieso gescheppert. Da können wir jetzt auch alles wegrammen, was uns in die Quere kommt. Jetzt ist das alles scheißegal, wo es sowieso schon geknallt hat. Winterhude Markt. Ich glaube, dass da ist auch der Punkt für die Einsetzer hier auf der Linie. Ach du Scheiße, alle raus. Jetzt muss man sich mal angucken, was hier für ein Menschenstrom aus dem Bus kommt. Heidewitzka. Boah, wie viele denn noch? Oh nee, nicht schon wieder so eine Völkerwanderung. Das muss doch nicht sein. Nun aber fix, sonst wird das nix. Ja, wie gesagt, nächste Folge definitiv Tettau mit O307. Moin, moin. Ist auch der Bus, der dort in der standardmäßigen AI rumfährt. Ich habe zwar immer die Leute, man hat immer die Leute, die mäkeln, ne, ich brauche das O305 halt und ich muss ja dafür Geld ausgeben. Aber der ist es wert. Der O305 ist der beste Bus für OMSI, den es zurzeit gibt. Und das immer noch, obwohl er schon eine Weile draußen ist, ist er unübertroffen.
Wilhelm-Metzger-Straße. Ja, Mann, dadurch, dass das so extrem, extrem leckt bei mir, kann ich nicht anders fahren. Ich hätte geschmeidiger bremsen können, wenn das nicht so geruckelt hätte im Bildschirm. So, und muss reichen, sonst knallt's wieder. Also wenn ich so diese Außenansicht mache, das sieht natürlich wunderschön aus, wenn sich da so der Bus in Bewegung setzt, dran vorbeieiert, aber das sollte man nicht machen, wenn man weiß, dass man da irgendwie demnächst mal steuern müsste. Rechtzeitig wieder zurückschalten. Sonst passiert genau das, was vorhin passiert ist. Ach nö, wir sind ein Expressbus. Will sowieso keiner rein. Dann kriegen wir noch die grüne Ampel. Das läuft ja hervorragend. Oh, wie es leckt. Holla, die Waldfee. Es beruhigt sich wieder. Es wird wieder schlimmer. Oh. In Berlin. Müssten wir ja gleich da sein am Alsterdorf. Wer parkt denn da? Jetzt ist auch klar, warum so wenig Leute zum Bus an der Haltestelle waren. Unser brillant Kollege hat sie alle mitgenommen. So, hier endet die Fahrt. Wir sind da. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal was anderes, mit gerade diesem Bus zu fahren. Und wir sehen uns auf Tettau wieder, möglichst bald. Ich werde sehen, dass ich das morgen noch fahre und entsprechend abends hochladen kann. Ansonsten frühestens Mittwoch, da ich am Dienstag eine Doppelschicht schiebe. Und da kann es dann, das geht dann einfach nicht mehr zeitlich. Ja, Hamburg war eine schöne Strecke. Hat mir sehr gut gefallen. Wozu abfängt es auch ganz schön. Und auf Hamburg können wir die anderen Linien nochmal fahren. Das heißt ja Hamburg Tag und Nacht. Die Nacht kündigt sich langsam an. Der Tag ist vorbei. Am Tag sind wir gefahren und eine Hamburger Nachtlinie werden wir definitiv auch nochmal fahren. Bis dann verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen.